Und als ich dann abends nach Hause kam, habe ich dann gesehen, dass Günter Geuking ein Video veröffentlicht hat über zwei Rechnungen, die ich im vergangenen Jahr gestellt habe. Und zwar eine aus dem Mai und eine aus dem Juli. Das sind bei mir die fortlaufenden Nummern 2022-5 und 2022-6. Und dazu muss ich jetzt sagen, es ist tatsächlich ein Versehen, was mir da unterlaufen ist. Ich habe immer die Vorlage für die Rechnungen und nehme dann bei der nächsten Rechnung, bei der nächstfolgenden Rechnung wieder diese Vorlage und tausche dann einfach die Positionen aus. Und da ist es mir tatsächlich bei der Juli-Rechnung dann der Fehler, das Versehen unterlaufen, dass ich vier Positionen, also zwei Kundgebungen, die vom 29.04., vom 30.04. in Herford und Bielefeld und zwei Videos vom 2. Mai und vom 11. Mai, das eine Thema Landtagswahl NRW und das andere die Ingolstädter SS-Moschee, dass ich diese vier Positionen auf der Rechnung gelassen habe. Normalerweise überschreibe ich die immer, nehme also dann die Daten weg und tausche dann auch die Inhalte aus. Die Beträge bleiben ja meistens dann gleich. Und da ist es dann tatsächlich, ich kann es mir nicht erklären, warum, aber es ist so, dass diese vier Punkte dann in dieser Juli-Rechnung nochmal auftauchen, mit anderen Positionen noch. Und in dem Fall hat Günter Geuking recht, diese Rechnung vom Juli ist dann in diesen vier Positionen doppelt. Ich habe es in meiner Datenbank habe ich es kontrolliert, als ich das Video gesehen habe. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das doppelt irgendwas abgerechnet ist. Ist mir auch noch nie passiert. Und ja, in dem Fall ist es tatsächlich so. Ich habe die Rechnung bereits umgeschrieben, die Position weggenommen, ist korrigiert, wird auch bei mir in der Steuer vom letzten Jahr berichtigt und der Betrag von 1.300 Euro, der da praktisch zu viel berechnet wurde, werde ich auf das Konto der BPE zurücküberweisen. Ein bedauerlicher Fehler, ein Versehen, es war keine Absicht, natürlich nicht. Ich meine, bei zwei aufeinanderfolgenden Rechnungen, die Position mit Daten genau, also das ist mir bei der Übernahme des Formulars in die neuen Daten, ist das leider Gottes stehen geblieben. Gut, da entschuldige ich mich dafür, und man sollte auch zu Versehen und Fehlern sofort stehen. Also als ich das Video heute gesehen habe, habe ich sofort in meiner Datenbank kontrolliert und habe mir gedacht, um Gottes Willen, wie kann sowas passieren? Habe ich jetzt erst noch geschaut, ob vielleicht ähnliche Videos zu den Themen Herford, Muezzinruf und politischer Islam, dass ich das einfach nur falsch geschrieben habe. Aber nein, es ist tatsächlich so, die vier Posten, die sind von der vorhergehenden Rechnung auf der nächsten Rechnung stehen geblieben. Also, sorry dafür. Ja. Wie gesagt, ist zurücküberwiesen, Rechnung ist umgeschrieben und wird korrigiert und auch in der Steuer. Und ja, die Mehrwertsteuer, die wird natürlich auch entsprechend dann verrechnet. Und ja, man muss immer etwas akzeptieren, wenn etwas so ist. Und in dem Fall hat Günter Geuging mit diesem Punkt hat er recht. Ich würde es auch mit jedem anderen Punkt, wenn er recht hat oder wenn irgendjemand anders recht hat, das so sagen. Das habe ich auch immer bei Kundgebungen gesagt. Wenn mal ein Linker oder ein Moslem irgendwas sagt, was richtig ist, dann wird das auch so akzeptiert und wird auch so stehen gelassen. Ja? Und da kann man dann auch die Meinung dann auch unterstützen. Man muss ja nicht aus Prinzip immer dagegen sein. Und so etwas ist natürlich etwas, was nicht passieren sollte. Ja? Also Punkte doppelt abzurechnen, das ist ein Fehler, der nicht passieren sollte. Aber um es ganz klar zu sagen, ja, es ist natürlich nicht Betrug. Ja? Es ist ein Versehen, es ist ein bedauerlicher Fehler. Ja, Fehler können passieren und versehen. Und ich bin jemand, ich sage immer, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe und räume das ein. Es ist wichtig, dass man zu seinen Fehlern steht und vor allen Dingen auch, dass man nichts vertuscht, nichts verheimlicht, nichts beschönigt oder leugnet. Ja, das ist mir zuwider. Deswegen ganz klar, ja, in dem Fall ist die Sache jetzt korrigiert. Wie gesagt, es tut mir leid.
Und ich bin mir sicher, dass so etwas in allen anderen Belegen, die ich ja wirklich also auf den Cent genau abgerechnet habe. Also wenn ich mir überlege, es war ja das letzte Jahr 2022, war ja wirklich ein unglaublich arbeitsintensives. Also mit 44 Kundgebungen und dann auch noch ganz vielen Produktionen im BPE-Studio, Videos. Da ist irrsinnig viel Arbeit angefallen. Und wenn ihr euch das so überlegt, wir waren immer von Donnerstag bis Sonntag unterwegs. Montag und Dienstag habe ich meistens dann damit verbracht, diese vielen, vielen Belege zu sortieren, nach Hotelrechnungen, nach Benzinbelegen, nach Fahrtkosten und nach Gaststättenrechnungen, jeweils immer einen Erstattungsbeleg dazu, alles abgerechnet nach bestem Wissen und Gewissen und in der festen Überzeugung, dass alles so richtig ist. Denn, wie gesagt, fleißige Helfer, die sollten nicht am Abend nach 10 Stunden Arbeit noch ihr Essen und ihr Getränk zahlen müssen und auch nicht ihr Hotel, wenn sie von weit her kommen. Ich denke da an ganz, ganz viele. Ich könnte so viele erwähnen. Die beiden Konrads, der Tausender Konrad aus Stuttgart, der junge Konrad aus Schweinfurt, ja, Thomas und Lee und Violetta und Moritz und Samantha und um Gottes Willen, ich darf jetzt keinen vergessen, Moritz und Chris, Moni und Chris, die immer mit mir im Bus diese 50.000 Kilometer an meiner Seite waren, ja, dann das EWO-Team aus dem Raum Nürnberg und die Claudia, unsere gute Seele am Pavillon, auch aus Nürnberg und mein Gott, so viele, die von weit her gekommen sind. Kian kam mit dem Flugzeug aus London, Irfan mit dem Zug aus Wien und ja, und da ist es für mich selbstverständlich, dass all diese Leute, die zum Gelingen der Kundgebung beigetragen haben. Und das ist ganz wichtig. Es war ein großes Team, was da zusammengearbeitet hat. Und wir haben uns immer wunderbar verstanden, wenn es Streit gab. Das kann auch jeder bestätigen. Habe ich immer versucht zu schlichten, ja, zu vermitteln zwischen zwei Personen, die wegen irgendwas in der Wolle waren und sich gestritten haben. Und ich habe immer versucht, dass das ganze Team harmonisch zusammenbleibt. Und das war immer mein Ansinnen. Und wenn mir jetzt von der Gegenseite, von der Goiking-Truppe vorgeworfen wird, ich wäre undemokratisch oder ich hätte mir nichts sagen lassen, das stimmt einfach nicht. Ja, ich habe auch hier genügend Schriftverkehr aus der Zeit nach dem Dezember, nachdem der neue Bundesvorsitzende gewählt wurde, wo ich also auf Vorschläge eingegangen bin, wo ich Sachen beantwortet habe, wo man immer wieder Anregungen aufgenommen hat, wenn sie gut waren. Wenn sie aus meiner Sicht nicht gut waren, habe ich sie halt dann durch eigene Argumente widerlegt. Also ich bin ein Teamplayer, und ich bin jemand, der auf Harmonie und respektvollen, höflichen Umgang miteinander Wert legt. Das ist mir ganz wichtig. Und deswegen ist mir auch ja, dieser fundamentale Streit, dieser Kampf, der momentan in den beiden Flügeln des BPE-Vorstandes tobt, eigentlich ein Gräuel. Aber ja, es ist halt leider Gottes so. Die Zerwürfnisse sind tief und die Vorwürfe sind auch ganz ja, hart. Und was in Anwaltsschreiben der Gegenseite alles über mich und über Stefanie Kizina und über Thomas Böhm alles zu lesen war, das ist wirklich also jenseits des Guten. Und das hat dazu beigetragen, dass diese Zerwürfnisse immer tiefer gegangen sind und immer weiter und dass ein Versuch der Einigung dann auch sehr, sehr schwierig war. Das gegenseitige Misstrauen ist verständlicherweise riesengroß und man beide Seiten ja, sind so tief in diesen Streit jetzt reingewurstelt, dass aus unserer Sicht jetzt wirklich nur noch die Mitglieder entscheiden können und sollten, in welche Richtung es geht. Und das ist am 22. April in Wertheim. Ja, also bitte, alle Mitglieder sind herzlich eingeladen, dorthin zu kommen. Also bitte nicht jeder dahin kommen, sonst wird es unübersichtlich. Mitglieder und ja, Mitglieder, deren Interesse es ist, dass die BPE gut weiterarbeitet, dass sie erfolgreich weiterarbeitet, dass sie das erfolgreichste Jahr in ihrer Geschichte, das Jahr 2022, fortsetzen kann. Und was mir auch vorgeworfen wird, ich würde nur provozieren und ich würde nur darauf warten, dass Moslems dann irgendwie beleidigen oder mit Gegenständen schmeißen oder mich schlagen oder so. Das stimmt auch nicht. Ja, also wer sich die Kundgebung des letzten Jahres angesehen hat, wir sind so oft auf Moslems zugegangen. Wir haben gesagt, wir haben nichts gegen euch. Ja, es geht gegen den politischen Islam. Macht's doch mit.
unsere Werte zu verinnerlichen und verteidigen. Ja? In Hagen habe ich junge Moslems bei der Nationalhymne gebeten, hey, kommt's doch zu uns. Die hatten mich vorher, hatten sie mich in der Pause, hatten sie mich angesprochen und hatten gemeint, ja, dass sie manches schon verstehen und dass sie mich eigentlich auch nett finden, aber manche Sachen verstehen sie auch nicht. Da haben wir dann geredet und dann haben sie sich überzeugen lassen und bei der Hymne standen sie neben uns, ja, junge Moslems. Also das ist das, was wir wollen. Wir wollen, dass friedliche Moslems, modern eingestellte Moslems erkennen, dass der politische Islam eine Gefahr ist und dass da unbedingt gegen vorgegangen werden muss. Ne? Der spirituelle Islam, alles in Ordnung. Man kann glauben an, was man mag. Man kann in Moscheen dann beten, wenn der politische Islam, wenn der einmal dann verabschiedet ist, ne, und verboten ist, dann ist alles in Ordnung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben auf die friedlichen Moslems zugehen. Das habe ich immer gemacht. Also wer das im letzten Jahr verfolgt hat, natürlich gab es auch Auseinandersetzungen. Also wenn mich jemand dann beleidigt oder wenn jemand rumplärt oder wenn mir jemand Gewalt androht oder zufügt, ja, dann werde ich nicht dann noch mit Wattebäuschen irgendwie dann antworten. Ne? Also da kommt dann schon auch eine klare Gegenansage. Und wir sind auch selbstbewusst und wir verteidigen auch etwas. Und wir verteidigen auch etwas voller Überzeugung. Ja, unser Vaterland, unsere Werte, unsere gewachsene Demokratie, unser schönes Zusammenleben, was wir erhalten wollen und nicht durch die gefährliche Ideologie politischen Islam gefährden sehen wollen, weil da passiert so viel, das wisst ihr alle, das brauche ich alles nicht nochmal erwähnen. Von Tag zu Tag, von Woche zu Woche wird es deutlicher und deswegen wäre es auch so schön, wenn wir mit den Kundgebungen fortführen könnten, wenn wir da jetzt anknüpfen könnten an das vergangene Jahr, aber leider Gottes ist jetzt erstmal dieser tiefe Streit, dieses tiefe Zerwürfnis im BPE-Vorstand. Also es ist nur im Vorstand. Es ist ja nicht so, dass der ganze Verein im Streit ist. Die allermeisten wollen ja, dass die Kundgebungen weitergehen. Die allermeisten sind ja begeistert von unserer Arbeit. Und es sind wirklich ganz viele, die sich da beteiligt haben. Das war ein großes Team, was da zusammengewirkt hat. Und wo also wirklich ein fantastisches Zusammenwirken war. Die Ordner, die Helfer, die Plakathochhalter, die Co-Redner. Moritz muss ich auch nochmal ganz besonders auch erwähnen. Ein junges Talent, was vom ersten Moment am Mikrofon gut gewirkt hat. Und die vielen Ex-Muslime, die dabei gewesen sind und auch darauf warten, dass es bald wieder weitergeht. Ja, neben Irfan und Kian, Elia und Orkan und Massoud und wie sie alle heißen. Wir hatten so viele tolle Begegnungen bei den Kundgebungen. Es war einfach fantastisch. Also es war eine wunderbare Zeit. Und auch wenn es total anstrengend war, also wie gesagt, ich war eigentlich die ganze Woche beschäftigt. Wenn wir also von Donnerstag bis Sonntag zurückgekommen sind, habe ich schon erwähnt, dann erstmal die bürokratische Arbeit, dann die neuen Kooperationsgespräche, meistens als Videostreams, Video-Live-Gespräche mit den Versammlungsbehörden, Polizeibehörden, die die nächste Kundgebung vom Wochenende oder vom übernächsten dann genau besprechen wollten, weil sie halt auch immer alles möglichst gut vorbereiten wollen, wegen dem heißen Thema politischer Islam, was ja wirklich am meisten das heißeste Eisen ist, was es in Deutschland, auf der ganzen Welt eigentlich gibt. Ja. Und und dann waren wir auch oft dann in Baumärkten unterwegs, haben uns wieder Sachen besorgt, ja, angefangen von den nötigen Klebebändern und Schrauben und Ersatzteilen und was wir in unserem BPE-Mobil brauchten. Es war ein ständiges Arbeiten eigentlich, Fulltime. Aber wenn der Vorwurf der Scheinselbstständigkeit kommt, also ich habe natürlich in meiner Eigenschaft als Journalist, als Redner, als Moderator, als Gesprächsleiter und als Videoproduzent habe ich die Rechnung gestellt und das ist auch zulässig. Wie gesagt, es ist neben dem ehrenamtlichen Arbeiten als Vorstand, da war nämlich all dies, ja, unterwegs sein, Sachen kaufen für die BPE, ja, am BPE-Mobil arbeiten, ausbessern. Ja, zusammen mit Chris haben wir ganz viel Arbeit da geleistet und die ganzen Arbeiten, die ganzen anderen Arbeiten, die man als Vorstand ehrenamtlich macht, Telefonkonferenzen, ja, Flyer-Texte vorbereiten, Plakattexte vorbereiten, realisieren. Ganz, ganz viel ehrenamtliche Arbeit ist auch zu erwarten von einem
Vorstandsmitglied der Bürgerbewegung Pax Europa, aber die Sonderleistungen, also wer das tatsächlich allen Ernstes verlangt, dass ich das auch noch sozusagen ehrenamtlich leiste, also diesen Fulltime-Job, der mich wirklich fast jeden Tag beschäftigt hat, dann kann man sich dann schon die Frage stellen, ob das gerechtfertigt wäre. Ja. Und was die Scheinselbstständigkeit anbelangt, natürlich bin ich seit über 40 Jahren selbstständiger Journalist. Ich schreibe auch an andere Rechnungen. Es ist also keine Scheinselbstständigkeit. Es ist eine Selbstständigkeit und ich habe natürlich auch selbstständig meine Arbeit verrichtet. Meine Reden bei den Kundgebungen habe ich selber gestaltet und da war ich nicht irgendwie weisungsgebunden. Also es sind so einige Vorwürfe im Raum, da muss ich ganz entschieden widersprechen. Eigentlich die allermeisten, wenn nicht alle. Aber wie gesagt, heute hat ein Vorwurf gestimmt, nachdem ich es kontrolliert habe. Ja, also ich bin selber aus allen Wolken gefallen, als ich diese beiden darauf folgenden Rechnungen gesehen habe, dass da vier Punkte, dass die da identisch waren. Die habe ich also nicht beim Übernehmen des Formulars überschrieben, sondern die sind stehen geblieben. Warum auch immer. Ja, aber es sind exakt identische Daten mit den Kundgebungsangaben und den beiden Videos. Also wie gesagt, Fehler von mir, ja, ist korrigiert, die Rechnung wird auch der BPE zugeschickt, dass die Rechnung austauschen können und das Geld ist überwiesen. Also das ist mir ganz wichtig, dass wenn Fehler passieren, wenn Versehen passieren, dass die dann sofort eingeräumt werden, dass die sofort dann auch klargestellt werden. Ich kann mich nur entschuldigen, ich kann es jetzt nicht mehr mir zusammenreimen, wie das geschehen ist. Wahrscheinlich habe ich einfach beim Überschreiben dann das aus Versehen stehen lassen. Gut, ist jetzt damit geklärt und ich hoffe, dass wir in der nächsten Zeit uns dann wieder über unser Thema in der Öffentlichkeit auseinandersetzen können, die Aufklärung über den politischen Islam. Sie hat jetzt 4 Monate ist jetzt brachgelegen und wenn es dann hoffentlich in der zweiten Hälfte des Jahres dann wieder losgeht, ja vielleicht auch ein bisschen früher schon, dann wäre das natürlich sehr zu wünschen und ich kann nur sagen, ich freue mich drauf, wieder das alte Team zu sehen und die vielen Menschen vor Ort in den Städten, überall wo wir waren, haben wir tolle Leute getroffen, tolle Patrioten, tolle Kritiker des politischen Islams. Wir sind Brüder und Schwestern im Geiste. Es ist eine wunderbare Familie, wie auch die BPE jahrelang eine Familie war. Und in den besten Familien kommt Streit vor, heftiger Streit, tiefer Streit. Und momentan ist es sehr stark am Eskalieren. Und ist jetzt so, man kann es leider Gottes nicht mehr ändern. Die Zeit kann man nicht zurückdrehen. Man kann die Momente, wo es vielleicht noch gewesen wäre, das Ganze vielleicht zu einer einvernehmlichen Lösung zu bringen, im Sinne des Vereins, im Sinne der Kritik am politischen Islam und um nicht die Gegner draußen zum Fäustchenreiben zu bringen, dass sich hier eigentlich Gleichgesinnte streiten. Aber gut, der Streit ist nun mal entstanden. Es hat einen Anlass gegeben, einen schwerwiegenden, das weiß jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt. Und es hat dann immer weitere Kreise gezogen. Es wurde dann immer mehr mit Anwalt, mit Justiz, mit Gericht und so weiter fortgeführt, dass es sich immer weiter in diesen Kreisel reinbewegt hat. Und so kann das Leben manchmal sein. Man wünschte sich manchmal, man hätte irgendwo einen Stopp reinhauen können. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Und wir sehen jetzt auf unsere außerordentliche Mitgliederversammlung am 22. April, Samstag. Dann werden wir uns vielleicht sehen, einige, die jetzt auch zuschauen. Ich sehe, wir sind knapp 500. Und ich kann nur sagen, bei uns in der Truppe, also sind wirklich viele, auf die ich wirklich stolz bin, unsere Stefanie Kizina, unsere Schatzmeisterin, wirklich, also sie steht bewundernswert, sie hat eine Energie, sie hat eine Kraft mit ihren Mahnwachen, die sie in Köln zusammen mit ihrem Mann und vielen weiteren tollen Mitstreitern, dem Johannes, dem Christoph,
Moritz und Samantha und Violetta ist oft gekommen und Dominik. Also ich hoffe, ich vergesse niemanden in der Aufzählung. Es sind ja so viele. Es ist eine wunderbare Familie, die vereint ist in dem Ziel, aufzuklären und die Bevölkerung in Deutschland zu warnen vor einer gefährlichen totalitären Ideologie. Und das hat uns zusammengeschweißt und da waren wir auch immer dann nach anstrengenden Kundgebungen, Mahnwachen zusammengesessen und es war ein wunderbares Gemeinschaftserlebnis und all die, die mitgeholfen haben, die haben wir gerne eingeladen. Und wenn ich deswegen gekreuzigt werden soll, wenn ich das Geld zurückzahlen soll, wenn ich jetzt von dieser von dieser anderen Fraktion, die jetzt glaubt, alles anders machen zu müssen, mit dem scheinbaren Argument der Gemeinnützigkeit, also ein gemeinnütziger Verein, der darf auch Helfer dafür belohnen, dass sie arbeiten, ja, dass sie ihre Arbeitskraft, dass sie auch ihre Sicherheit auch aufs Spiel setzen. Wenn ich an Thomas denke, der in Bonn auch zwei Schläge abbekommen hat von diesem radikalen Moslem, ja, diesem Palästinenser-Fan. Ja. Und Lee hat auch einen Schlag abbekommen und so viele von uns haben was einstecken müssen. Kian hat Eier abbekommen, ja, auch Irfan hat einstecken müssen und so viele andere. Wenn ich an die ältere Frau in Gladbeck denke, die das Ei mitten ins Gesicht geschmissen bekommen hat, weswegen ich dann losgerannt bin, um die Täter zu stoppen, weil die Polizei nichts gemacht hat. Ja, was mir dann, wonach mir dann im Nachhinein die Eignung als Versammlungsleiter dann abgesprochen wurde. Ja, ne, also wir haben so viel zusammen erlebt, im Positiven wie im Negativen. Und wir hatten ein solch tolles Jahr und die Jahre davor waren auch klasse. Ja, wir hatten ein Pausenjahr wegen Corona, aber ansonsten hatten wir immer viele, viele Kundgebungen. Und dadurch wurde die BPE bekannt, dadurch wurde das Thema politischer Islam bundesweit bekannt. Wir haben unglaublich viele Zuschauer bei den Livestreams gehabt. Dank nochmal an EWO für die fantastischen Übertragungen. Ja, also ein Journalistenteam, was uns durch ganz Deutschland begleitet und das natürlich rein aus journalistischem Eifer, ja, aus journalistischem Interesse. Da wurde ja auch immer wieder unterstellt, ja, weiß der Geier, die wurden bezahlt. Nein, da EWO hat alles aus journalistischem Interesse gemacht. Ja, herzlichen Dank nochmal dafür. Und es tut sehr weh, dass wir jetzt diese Pause haben und dass wir das jetzt nicht direkt nahtlos fortführen konnten. Aber es wird mit Sicherheit, früher oder später, wird es dann wieder Kundgebungen geben, in welcher Form auch immer, in welcher Konstellation auch immer. Wir versuchen es mit der BPE zu machen, weil die BPE ist ein Markenname. Wir haben das BPE-Mobil, ja, an dem mein Herzblut hängt. Ja, also wirklich, wenn man es 50.000 Kilometer eigenhändig kreuz und quer durch Deutschland fährt, ja, bis nach Flensburg im Norden, ja, Garmisch im Süden, ja, Lahr im Westen und Dresden im Osten, ja, und ganz viele Orte, dann hängt man an so einem Fahrzeug. Und also mir würde es das Herz rausreißen, wenn ich dieses Fahrzeug nicht mehr fahren könnte. Und das hat jetzt 230.000 Kilometer und wir sind so stolz auf diesen Volkswagen, kann man ja sagen, der so wunderbar läuft. Also wir rechnen damit, dass er mindestens 300.000 Kilometer schafft, ohne Probleme. Ja. Und und viele Menschen in ganz Deutschland warten auf die nächsten Kundgebungen und wollen natürlich keinen Streit haben. Und dieser Streit, der lähmt uns. Es hat auch schon ganz viele Austritte gegeben, also ich glaube über 100 bisher. Wobei ich sagen muss, bleibt bitte noch in der BPE. Lasst uns abwarten, wie jetzt die Dinge sich entwickeln, was dabei rauskommt. Und Bürgerbewegung Pax Europa ist ein schöner Name, ist eine Bürgerbewegung, die jetzt einen Bekanntheitsgrad hat. Und wäre schön, wenn das fortgeführt werden könnte. Ja, und wenn wir, ja, Bursch ist stramm ziehen, wenn wir diese Aufklärungsarbeit, die so wichtig ist, ja, in noch viele andere Städte bringen können, die bisher von uns noch nicht aufgesucht wurden. Ich denke an Freiburg zum Beispiel, das liegt mir auch am Herzen, ja, diese Unistadt, sehr links orientiert, grün orientiert, die bräuchten auch mal eine schöne, sachliche, ruhige, argumentative Aufklärung über den politischen Islam, weil die merken auch schon, dass bei ihnen einige Dinge falsch laufen. Ne? Also
Die Erkenntnisse dringen auch in linke Kreise vor, in bunte Kreise. Und da ist viel, viel Arbeit zu leisten. Und ich hoffe, dass die Zeit der juristischen Auseinandersetzungen, der Streite, des Zerwürfnisses, dass das irgendwann mal vorbei ist. Ja, ich wünsche es mir von Herzen, wirklich. Und dann wieder, mit der gemeinsamen Arbeit. Ja, ich halte das Mikrofon, genau. Das ist immer ganz wichtig gewesen bei den Kundgebungen. Und wir haben so viele spannende Sachen erlebt. Also eigentlich hatte ich ja auch vorgehabt, in den Monaten Januar, Februar, März die Highlights aus den Kundgebungen des letzten Jahres in Kurzform zu veröffentlichen. Da gab es ja so viele spannende Sachen. So ein Livestream von 5, 6, 7 Stunden schaut sich nicht jeder komplett an. Ja? Und wenn man es dann in kleinen Häppchen bringt, so 3, 4, 5 Minuten Videos mit knackigen Szenen, mit spannenden Sachen, dann hat es noch eine höhere Akzeptanz. Dann sind da noch mehr Leute, die sich das angucken, und das kann man überall verbreiten, und über diese Weiterverbreitung kommt die Botschaft dann zu den Leuten und immer mehr wachen auf, und wir werden dann den Widerstand auf feste Beine stellen und es werden immer mehr, die sich einreihen, und dann werden wir unser Land wieder sicher machen und frei von totalitären Ideologien. Ne? Da sind alle mit gemeint. Ne? Und das ist mein Wunsch, wenn ich einen hätte für dieses Jahr, dass es irgendwann wieder mit den Kundgebungen weitergeht. Und in diesem Sinne, Freunde, nochmal Entschuldigung für dieses Versehen, was mir unterlaufen ist. Letztes Jahr bei Rechnung, zwischen Rechnung 5 und Rechnung 6. Wie gesagt, Rechnung 6 ist korrigiert und der Differenzbetrag ist auf das BPE-Konto überwiesen. Ja. Ich kann nicht mehr tun, als sagen, dass mir so ein Fehler selber mich am meisten ärgert, weil er ist so offensichtlich durch die Übernahme der Maske einfach stehen geblieben. Also, gut, wollen wir nicht weiter drüber reden. Fehler passieren. Man sollte sie dann nicht nochmal begehen und man sollte dazu stehen, sie einräumen und sich entschuldigen. Ne? Das ist die Botschaft dieses Videos. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis demnächst, Freunde. Ja? Servus. Radio Deutschland 1 ist das Talkradio für Deutschland und sendet jeden Freitag live um 21 Uhr. Jeder kann anrufen und frei seine Meinung äußern. Auf unserer Internetseite www.radiodeutschland1.com kannst du unsere Sendungen live oder als Aufzeichnung hören. Radio Deutschland 1. Deine Meinung zählt.